Ja, guten Tag. Bernd Salzberger ist mein Name, Infektiologie. Und ich möchte Ihnen heute die Frage beantworten: Kann ich mich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen? Der Impfstoff hat eine ganze Menge an negativer Presse bekommen. Und das macht es manchmal schwierig, das zu beurteilen. Der Schutz der anderen, da gibt es ein Problem. 20% aller Infektionen sind asymptomatisch. Und die Frage ist immer noch offen, ob diese auch verhindert werden. Das ist wirklich schwer zu untersuchen. Das kriegen Sie noch raus, wenn Sie in der Studie zum Beispiel regelmäßige Abstriche machen, auch ohne Halsschmerzen, auch ohne Nasenlaufen. Und das kriegen Sie in Südafrika, Brasilien nicht gut hin. Das kriegen Sie auch in den USA nicht gut hin. Da kommen die Probanden auch nicht jeden Tag in die Klinik, um sich so einen Abstrich machen zu lassen. Und Sie haben ja gesehen, dass diese Abstriche auch nicht ganz angenehm sind zumindest. Es gibt eine Behelfsmethode, um dann diese asymptomatischen Infektionen zu messen. Das ist in einigen Studien auch gemacht worden, nämlich einen Abstrich zu nehmen, wenn die Leute zur zweiten Dosis kommen. Dann ist der Schutz zwar noch nicht perfekt, aber das ist zumindest mal eine Möglichkeit, das zu tun. AstraZeneca hat sogar eine Studie gemacht, wo die regelmäßig Abstriche gemacht haben. Und daraus gibt es zumindest ein paar Ergebnisse, dass die Verhinderung von asymptomatischen Infektionen so irgendwo in der Größenordnung vermutlich bis 55% schaffbar ist. Und diese Daten sind für die Impfstoffe Moderna und Astra ungefähr gleich. Für die anderen Impfstoffe gibt es bisher noch keine richtig guten Daten. Da warten wir eigentlich noch auf die Auswertungen. Aber man kann daraus tatsächlich ein Fazit ziehen, nämlich dass die insgesamt die Verhinderung von Infektionen unter 90% bisher gar nicht erreicht worden ist. Weil, wie gesagt, die 20% asymptomatischen Infektionen, die sind zur Hälfte reduziert worden, aber dann bleiben immerhin noch mindestens 10% asymptomatische Infektionen vorhanden und einen kompletten Schutz vor der Weitergabe von Infektionen gibt es bisher nicht. Nicht, und den können wir auch nicht gut definieren.